dieser Fluchtweg ist wohl ein wenig eng. Drohnen, Spürhunde und eine Vielzahl von Beamten. Bei dieser Jagd nach einem Verdächtigen zieht die US-Polizei sämtliche Register. Der Mann soll erst Pakete gestohlen und dann einen Verkehrsunfall verursacht haben. Doch nun ist er wie vom Erdboden verschluckt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Verdächtige ist in ein Abflussrohr geklettert. Problem für ihn, das Rohr ist verdammt eng und der 31-Jährige steckt fest. Mehr als eine Stunde verharrt der Mann im Dunkeln. Dann wird er endlich mit Hilfe einer Drohne entdeckt und rausgezogen. Kaum erblickt er das Tageslicht, klicken die Handschellen. Also vom Loch in die Zelle. Na, herzlichen Glückwunsch!